Ja, also im Grunde ist es in Ordnung. Es ist immer schwierig, wenn man sagt, mit einem 0-0, soweit ist man zufrieden. Aber das, was wir versucht haben umzusetzen, das ist in vielen Bereichen, hat das ganz gut funktioniert. Vor allem zu Beginn des Spiels, die ersten 15 Minuten und vor allem auch zweite Halbzeit, war das okay. Wir haben versucht, dominant dann aufzutreten. Wir haben versucht, das Spiel für uns zu entscheiden. Wir haben allerdings auch gewusst, dass die Mainzer im Umschaltspiel natürlich richtig gute Spieler in ihren Reihen haben und deswegen war auch wichtig, dass wir unsere Staffelung nicht verlieren und nicht permanent dann in Konterattacken reinlaufen, damit wir dann eben nicht in Konterattacken reinlaufen. Das ist uns auch nicht passiert. Es ist schade, dass wir eine dieser Möglichkeiten eben nicht verwertet haben, aber das, was wir uns vorgenommen haben, wie wir auftreten wollen, vom Engagement, von der Spielanlage, haben wir in unserer Einschätzung richtig gut umgesetzt. Dass wir gerne 3 Punkte gehabt hätten, ist auch klar, dass wir eine Situation vorfinden in unserem zweiten Bundesliga-Jahr, dass Mannschaften wie Mainz oder Hoffenheim zuletzt sagen, sie sind mit dem Punkt zufrieden, zeigt, dass wir persönlich in unserer Entwicklung einen Schritt weiter sind als im Vorjahr. Das war unsere Zielsetzung. Und schauen wir, dass wir mit 19 Punkten, so viele Punkte, wie wir im voriges Jahr zu Weihnachten gehabt haben, dass wir in den 4 Spielen noch nachlegen können. Das ist unsere Zielsetzung, mehr Punkte zu machen. Ich denke, das wird uns auch gelingen. Dankeschön.